Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Beerboing, Mischka-RPG und der Koali. Folge 2: Jedes Ende ist einfach. Heute mit Juli Karls, MLB-Rookie und Beerboing. Viel Spaß beim Zuhören. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Neulich in Aventurien. Heute bin ich euer Gastgeber, der Bio, und ich habe zwei Gäste mit bei mir. Einmal die Juli Karls und einmal den MLB Rookie. Und wir wollen euch in der nächsten Stunde heute mal in das nächste Thema mit entführen, das heute so ansteht. Ich begrüße euch beide erstmal. Hallo Juli. Hallo. Hallo MLB Rookie. Hallo. So, wer von euch weiß denn noch, was wir heute besprechen wollen, was heute unser Thema sein könnte? Ich sehe jemanden aufzeigen. Ihr seht ihn natürlich nicht, weil wir einen Podcast machen. Es war der MLB Rookie. Schieß mal los. Ich kann mich erinnern, was wir vorhatten. Wir wollten darüber sprechen, ob jedes Ende tatsächlich leicht ist, im Gegensatz zu dem Anfang, der ja schwer ist, wie wir gelernt haben in der letzten Folge. Genau, wir hatten beim letzten Mal ja darüber gesprochen, der Einstieg ins Abenteuer, speziell jetzt auf DSA bezogen, was den so schwer macht und was so unsere Erfahrungen sind. Und heute möchte ich mich mal mit meinen beiden Gästen, ich als Moderator, sie als meine Impulsgeber und ja, so die Blackbox, in die ich meine Sachen reinschmeiße und die dann lustige Sachen für euch da rausholen, mal damit beschäftigen, ist das Ende dann leichter? Fragezeichen. Wir hatten vorhin schon in der Vordiskussion geklärt, es handelt sich hierbei natürlich um eine rhetorische Frage, aber wir wollen der ganzen Sache natürlich etwas auf den Grund gehen. Und ich habe mir dafür einige schöne Fragen mitgebracht und ich möchte euch kurz den Ablauf der nächsten ungefähr Stunde vorstellen. Ja, also euch da draußen, die jetzt zuhören, aber auch euch beiden, die heute völlig ahnungslos mit mir hier quasi, also zumindest was mein Plan ist, gestartet sind. Und ich habe das Ganze, das habe ich mir bei irgendwem abgeguckt, in drei Teile aufgeteilt. Und wir fangen mal an mit das Ende von Abenteuern. Also so Abenteuer, jetzt wirklich das vielleicht gekauft oder das selbstgeschriebene generell. Dann würde ich gerne auf das Ende von Sessions mit euch schauen. Also wie beende ich eine Session? Wir fangen also oben an, die ganze Kampagne oder das Abenteuer wird beendet. Dann gehen wir zu den Sessions. Und dann am Ende kommen wir zu dem ganz spannenden Thema, das Ende von Spielercharakteren und Nicht-Spielercharakteren. Durchaus auch im Bereich DSA immer angehaucht. Und ich starte mal mit einer Frage und ich lasse heute immer die Würfel entscheiden. Und Ladies first, Juli, bist du die gerade oder die ungerade Zahl? Ungerade. Ungerade, gut. Ich habe hier einen W6, einen handelsüblichen W6 aus diesem wunderschönen gelblich-weißen Material. Und das heißt, du bist ungerade, das heißt, der MLB Rookie ist gerade. Und ich stelle jetzt mal eine Frage. Wir fangen an mit das Ende von Abenteuern. Ja? Und ich stelle jetzt die Frage, wann ist eine Runde eigentlich beendet? Der Würfel zeigt eine 2. Das heißt, die erste Antwortmöglichkeit geht an MLB Rookie. Wann ist eine Runde für dich beendet? Ein Abenteuer? Also, wann ist der Abenteuerstrang durch? Wenn das vom Spielleiter vorbereitete Abenteuer ein Ende genommen hat. Wenn der Endgegner besiegt ist, der Bösewicht. Das sind nur so einige Dinge, die mir einfallen. Also, ich kenne es meistens so tatsächlich ziemlich klassisch, dass es eine Art Bösewicht gibt, einen Antagonisten, und mein lieber MLB Rookie, auch dein Ende ist hier scheinbar, ja, zumindest das Ende der Übertragungsbreite ist hier sehr nah bei dir. Man kann dich nur ganz abgehackt verstehen. Vielleicht schaltest du mal dein Bild noch ab und ich gebe die Frage mal zur Juli Karls rüber. Juli Karls, kannst du mal übernehmen für den guten MLB Rookie? Wann ist eine Runde für dich beendet? Ja, für mich gehören zwei Sachen dazu. Zum einen, ein Abenteuer kann durchaus beendet sein, wenn der Meister, Boss, der Endgegner besiegt ist, das Detektivabenteuer aufgelöst ist, der Plot, die verschiedenen Stränge irgendwie zu einer Lösung gekommen sind und die Gruppe nicht mehr weiterspielen möchte. Oder die Gruppe nicht mehr weiterspielen möchte. Es kann ja durchaus Situationen geben, wo die Gruppe das Abenteuer vorzeitig beendet. Aber ich kann mir auch gut durchaus Möglichkeiten vorstellen, wo die Gruppe trotzdem einfach weitermacht und man als Meister dann vielleicht irgendwo in ein zweites Abenteuer oder in einen zweiten Plot oder in eine Geschichte
vorher schon vielleicht irgendwo reinschlittert. Aber im Endeffekt ist es für mich zu Ende, wenn es tatsächlich der Meister mit den Spielern zusammen beendet oder für beendet erklärt. Okay, dieses für beendet erklären finde ich sehr spannend, wie das dann in der Praxis aussieht. Vielleicht jetzt nochmal MLB Rookie, wir testen mal. Wie sieht das bei dir aus? Gibt's da so einen Abschlussvertrag oder macht ihr dann eine Adventures Over Party? Wie läuft das? Ich entschuldige mich für den Aussetzer. Ich wollte gerade eigentlich eine ganz klassische Antwort geben. Ich weiß nicht, wie viel man verstanden hat, aber ich habe auch in die Richtung gedacht, ein Abenteuer ist zu Ende, wenn der vorher überlegte Handlungsstrang beendet ist, wenn ein Antagonist besiegt wird oder wenn die Queste, die große Queste oder der große Auftrag, den man erfüllen sollte, wenn der erledigt ist sozusagen. Aber es kann natürlich auch sein, wie Juli gerade schon gesagt hat, dass das zu einem vorzeitigen Ende vielleicht kommt, wenn die Gruppenharmonie nicht mehr so ganz so gut läuft, wenn man keine Lust hat mehr weiter zu spielen. Das nochmal zu deiner ersten Frage. Tja, die zweite Frage, wie kann so ein Ende ausfallen? Vielleicht, ich möchte die Frage nochmal präzisieren. Du als Spielleiter, als Immersionsbeauftragter, als Moderator der ganzen Spielergruppe, ja. Wie würdest du so etwas vorbereiten und was würdest du vielleicht auch unseren Zuschauern draußen empfehlen? Wie kann man sowas vielleicht besonders einprägsam machen? Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich offen gestehen muss, dass ich bisher mit meinen mit der Beendigung oder dem Finale meiner Abenteuer nicht ganz so zufrieden bin. Also oftmals habe ich das Gefühl, dass es so ein triumphales Ende, ein fulminantes Finale geben muss, ein spannender Kampf gegen den großen Antagonisten oder irgendwie eine besonders epische dramatische Szene. Aber vielleicht sind diese Ansprüche vollkommen falsch und es sollte eine alltägliche Szene sein. Vielleicht ein sehr flacher Stimmungsabfall oder ein langgezogenes Ende. Also aber ich glaube, ich muss gestehen, ich habe ein gewisses Faible für ein möglichst fulminantes Abenteuerende. So eine kleine Klimax nochmal am Ende. Fulminante Klimax am Ende. Ich zitiere. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so hier im Raum stehen. Ich möchte jetzt wieder rübergeben zur Juli Kals und ich möchte dich mal in die andere Richtung fragen. Was war denn für dich, du darfst dir gerne aussuchen, ob mal als Spieler oder als Spielleiterin, als Spielerin oder als Spielleiterin natürlich, was war denn das schlimmste Ende eines Abenteuers bisher? Das schlimmste Ende, das war, als die Gruppe das fulminante Ende, den dramaturgischen Anstieg, worum sich die Hälfte des Abenteuers gedreht hätte am Ende, umgangen hat, indem sie Stadtwachen für eingesetzt haben und die halbe Stadt sozusagen, die haben einfach den Kampf gescheut und das Ganze in die Hände der Geweihten abgegeben. So, euer Bier. Wir gehen da nicht raus. Das ist jetzt eure Sache. War auch sehr schwer gegen zu argumentieren, wenn Spieler dann plötzlich tatsächlich so übergroße Mächte, an die in der Stadt ja nun vorhanden sind, die ja schlecht sagen können, ja, wir machen nichts, dann plötzlich so einen Ausweg finden. Das war so ein bisschen schade. Bis dahin war es ein nettes Abenteuer, war auch ein bisschen Rätsel, ein bisschen lösen, ein bisschen ja Geschichte machen und dann haben die das plötzlich auch einfach aufgrund der Kombination der Charaktere das Ganze beendet. Oder das andere, was ich auch mal hatte, da haben die sich dem Kampf gestellt, der Endgegner war da und der Endgegner war zu schwach, weil zwei Personen direkt zu Beginn so rausgehauen haben, massiv an Schaden über einfach glückliche Würfe teilweise in dem Moment, dass der Endgegner ja zum kleinen Frühstückshappen wurde und dann war das Ende halt nicht mehr ganz so dramatisch, nicht mehr ganz so persönlich betreffend. Das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort für mich. Danke, Juli, dass du das jetzt nochmal so eingeleitet hast. Ich möchte jetzt wieder an den Wolf gehen und zwar mit der Frage, wir haben ja gerade gehört, ganz schlimmes Ende, der Gegner war zu schwach. Ja, es ist nicht dramatisch genug gewesen. Jetzt möchte ich mal in die andere Richtung gehen.
MLB Rookie, wie ist das? Du hast das Abenteuer vielleicht, du hast vielleicht ein Kaufabenteuer, Werte sind da schon vorgegeben und du schickst deine Spieler in diesen fulminanten Endkampf des Abenteuers. Du willst diese absolut epische Szene und stellst fest, dass der Endgegner einfach viel zu stark ist. Und du siehst vor dir schon dieses Wort Total Party Kill. Das ist nicht nur ein Wort, aber du siehst diesen Begriff, der ist schon in deinem Hinterkopf aufgetaucht. Die Schicksalspunkte sind alle schon weg. Wir reden ja viel über Aventurien. Was tust du jetzt? Allerwichtigste Regel, niemals an irgendwelche Werte klammern. Oftmals muss ich gestehen, also in dem Stichwort vorgefertigte Abenteuer sind ja meistens so ein Apparat, so ein Paket an Werten angegeben. Ich gestehe, ich gebe offen zu, oftmals habe ich diese Werte gar nicht parat oder notiert. Ich lasse die Gruppe einfach loskämpfen und wenn, also auf der einen Seite, wenn es gar nicht klappt, wenn der Gegner irgendwie übermächtig scheint, keine Attacke meiner Spieler gelingt, kein Trefferpunktewurf hoch genug ist, um dem Gegner Schaden zuzufügen, dann schraube ich die Werte einfach runter oder lege es mir so zurecht, dass entsprechend am Ende ein epischer Kampf dabei rauskommt. Und wenn es umgekehrt ist, wenn die Spieler einfach zu viel Schaden machen oder wenn jede Attacke zu gelingen scheint, dann muss man einfach ein bisschen schummeln. Dann muss man die Werte vom Endgegner einfach höher machen oder die keinen Schlag mehr durch die Rüstung durchdringen lassen. Also man darf sie auf keinen Fall an irgendwelchen Wertegerüsten da festklammern, sondern ist aus meiner Sicht so gestalten, dass es hinkommt, dass es passt, dass der Kampf nicht zu kurz ist und nicht zu langwierig. Ich finde, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema für uns Rollenspieler, also für mich zumindest als Rollenspieler. Ich weiß nicht, ob es für euch da draußen auch ist. Und ich hätte jetzt gerne mal von euch beiden ein Voting. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, die Werte, die im Abenteuer stehen, sind fix. Und da drehe ich auch nicht und ich würfel da dran. 10 ist, Werte sind für mich eigentlich nur Hindernisse auf dem Weg zum Drama. Im Endeffekt passiert sowieso das, was ich beschreibe. Wo würdet ihr sagen, liegt für euch oder auch für unsere Zuhörer da draußen die goldene Mitte? Ladies first. 1 ist harte Werte, 10 ist Werte brauche ich eigentlich nicht, das ist sowieso eher Storytelling. Ganz spontan meine Lieblingszahl 5. Ich liebe Grauzonen. Hier wären wir beim Thema tatsächlich irgendwo Spielleiterwillkür. Und wenn ich als Spieler wüsste, der Meister interessiert sich weder für die Würfel noch für die Zahlen noch für irgendwelche vorhandenen Werte, dann bräuchte ich kein System. Schon gar nicht, wenn wir in Aventurien mit DSA 5-Regeln spielen, ein so ausgeklügeltes System, was sehr, ja, balanced, kann man sich jetzt noch drüber streiten, aber was sehr, du hast ja nicht nur einen Wurf 1 oder 10, du hast schon sehr spezifische mit dem 3W20-System. Und wenn ich wüsste, der Meister macht, was er will, hätte ich, glaube ich, so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Gerade wenn ich auch noch als Spieler wüsste, ja, ich komme ja eigentlich immer durch, ne? Das heißt, ich überlebe ja. Und ich schaffe es. Ich als Meister würfel gerne offen, weil ich sowohl, also ich vertraue meinen Spielern und ich möchte, dass meine Spieler auch mir vertrauen. Und ja, manchmal ist es vielleicht ganz gut, verdeckt zu werfen, gibt es Momente, aber ich finde es ganz gut eigentlich, wenn man dann gerade sich auf die gewürfelten Zahlen verlässt, dass man vielleicht dann beim Endgegner ein bisschen an den Lebenspunkten noch ein bisschen nach oben schraubt, damit der Kampf nicht nach 2 Runden vorbei ist. Das habe ich halt eben auf diesem Wege lernen müssen, aber das finde ich dann in Ordnung. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. MLB Rookie, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit von dir einfach nur eine Zahl zwischen 1 und 10. Muss ich sagen, bin da vollkommen, wie soll man sagen, also ich sag sofort 9. Nicht, weil ich meine, dass Werte vollkommen irrelevant sind. Ich möchte das eigentlich auch möglichst transparent gestalten. Aber da, also wenn am Ende der Endgegner mit einem Schlag die ganze Gruppe tötet oder die ganze Gruppe den Endgegner in einer Attacke-Runde killt, dann hat's irgendwie für mich den, ich will nicht sagen den Sinn verloren, aber das irgendwie kann nicht das Ziel eines Endkampfes
sein. Von daher gehe ich da mit, vor allen Dingen mit den Werten, die in irgendeinem DSA-Publikation drinstehen, in irgendeinem Abenteuer, die man eh nicht durchschauen kann, wie die Leute auf diese Werte kommen, ist für mich absolute Variablen. Also jetzt 30 LP, 40, 50, what the heck. Gut, vielen Dank. Also liebe Spieler, ihr seht, das passiert manchmal auch, wenn man eine Zahl haben will, dann kriegt man immer ein bisschen mehr. Das nehme ich jetzt mal auf. Neun. Die Zahl war 9, um ins nächste Themengebiet überzuleiten. Und zwar wollen wir jetzt, wir sind jetzt über die Abenteuer, möchte ich jetzt ein bisschen spezieller werden und zwar auf einzelne Sessions gehen und auch wirklich mal auf eure DSA-Sessions, weil ich glaube, dass wir jetzt hier, das, was wir bisher gesprochen haben, ist noch relativ diffus, das kann man auf viele Systeme anwenden. Ihr habt es beide schon so ein bisschen DSA-spezifischer gemacht, aber jetzt mal auf die Sessions und ich glaube, da ist DSA schon spannender. Meine erste Frage, und da werde ich wieder meinen Würfel des Schicksals hier benutzen, in Knochengelb. Wie beendet ihr eine Session als Spielleiter? Das ist jetzt die erste Zahl, die ich würfel. Und der Würfel des Schicksals zeigt eine 3. Damit ist, glaube ich, die Julika ist dran. Ja, eine Session beenden. Das kommt drauf an, meine Lieblingsantwort. Es kommt wirklich drauf an, ob ich mich auf eine Zeit mit meinen Spielern geeinigt habe, dass wir gesagt haben, wir spielen roundabout plus minus 4 Stunden, weil es dann zu spät oder ähnliches wird. Oder ob man sich gesagt hat, wir spielen das Abenteuer jetzt wirklich durch. Und ich hatte schon mal Sessions, die gingen dann halt bis 6 Uhr morgens. Und ich habe schon von Spielern gehört, die haben 24 Stunden oder so durchgespielt. Ansonsten finde ich es immer ganz gut, entweder so einen leicht abgeschlossenen Part zu haben in einer Session oder einen Cliffhanger zu haben, wo es vielleicht gerade super spannend ist und dann ja zu sagen, so, nächstes Mal geht's an der Stelle weiter. Oder manchmal auch, wenn die Spieler so nicht recht weiterkommen und da irgendwie so ein bisschen hakt und man merkt, dass das Rollenspiel so ein bisschen nachlässt, dann ist es auch, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit, in so einer Session zu sagen, so, hier, Cut, und dann machen wir, wann auch immer man sich verabredet hat, an der Stelle weiter. Ich unterscheide allerdings aber auch zwischen, ich sag mal, One-Shot, was bei mir noch nie One-Shot war, also kurze Abenteuer oder längere Kampagnen, die sowieso ohnehin für 10, 20, wie viele Sessions auch immer ausgelegt sind. Ich handhabe dann ganz gerne nach so einer Session, wenn das in einer Kampagne stattfindet, die Punktevergabe in so einem Moment. In kurzen Abenteuern, weiß ich zum Beispiel, Heldenwerk oder so, da nicht, da gibt es ja nur für das eine Abenteuer die Punkte. Aber ansonsten so einer Kampagne finde ich die Punktevergabe nach jeder Session finde ich ganz nett und ganz interessant, weil die Spieler direkt was damit anfangen können und so ihre Erfahrungen, die sie im Abenteuer gemacht haben, dann direkt in ihren Charakter reinfließen lassen können. Okay, da sind viele interessante Stichworte schon gefallen. Vielen Dank dafür. Das Stichwort Cliffhanger, das kommt uns vielleicht das ein oder andere Mal auch noch wieder. Boah, ich möchte nichtsdestotrotz gerne die Frage jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen abwandeln und dann zum MLB Rookie rübergeben. Und zwar habe ich jetzt ja gefragt, wie machst du das als Spielleiter? Die Julika hat gesagt, wie sie das als Spielleiter macht. Jetzt mal MLB Rookie, wie machst du das als Spieler? Wie sorgst du dafür, dass das, du hast schon das Gefühl, die Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Du merkst schon, dein Spielleiter oder deine Spielleiterin sitzt da schon so ein bisschen, du merkst schon, es geht langsam aufs Ende zu. Lässt du es auslaufen? Machst du irgendwas? Welche Wünsche, welche Ideen hast du als Spielercharakter? Boah, kann ich gar keine Antwort drauf geben. Einmal, weil ich viel zu selten spiele, viel zu oft in der Spielleiterrolle bin. Und offen gestanden, weil, also ich habe mich noch nie in der Position erwischt, dass ich jetzt als Spieler gedacht habe, wie können wir jetzt die Session zu einem möglichst runden Ende bringen, muss ich offen gestehen. Vielleicht, weil ich zu wenig Verantwortung übernehme am Tisch oder weil ich mich eher treiben lasse. Also kann ich da aus Spielerperspektive gar keine gute Antwort drauf geben. Weiß auch nicht so wirklich gut, wie man das steuern kann als Spieler. Also man könnte ja natürlich versuchen, jetzt eine besonders verrückte Aktion zu machen oder
sozusagen eine besonders stimmungsvolle Szene irgendwie anzuleiten, um dem Spielleiter dann vielleicht die Möglichkeit zu geben, auf so einer hohen Note irgendwie zu enden, bei so einer stimmungsvollen Szene oder bei, ja, wie gesagt, einem Cliffhanger oder so, aber so als Spieler das zu steuern, boah, ich weiß nicht, würde ich gerne an Juli weiter spielen. So eine Idee? Also ich habe keine Ahnung. Ich finde, du hast, bevor wir jetzt weitergehen, ich finde, du hast aber schon einige sehr schöne Sachen gesagt und das möchte ich auch noch für euch da draußen nochmal so ein bisschen rausarbeiten. Du hast gesagt, ich lasse mich als Spieler auch gerne mal treiben. Ja, das Vertrauen haben in die Gruppe und den Spielleiter hängt da vielleicht auch ganz, ganz intensiv damit zusammen, sich auch mal treiben lassen zu können. Zu sagen, das wird schon klappen. Juli, ich bräuchte jetzt von dir einen Daumen hoch oder runter, weil ich muss auch so ein bisschen auf die Zeit gucken. Möchtest du die Frage gerne auch nochmal aus Spielersicht beantworten oder wollen wir weitermachen? Ja, da kann ich ganz kurz eigentlich nur sagen, als Spieler, wenn ich merke, die Gruppe oder insgesamt, es neigt sich dem Ende, die verabredete Zeit kommt, fange ich als Spieler nicht noch irgendeinen eigenen RP-Plot einfach an, sondern halte den für mich zurück, notiere mir den vielleicht und spiele den nicht an. Weil in so einem Moment können ja nur zwei Sachen passieren. Entweder wird es nur ganz kurz angespielt oder man kann das Rollenspiel dann nicht richtig ausspielen. Das heißt, eigentlich, ja, wie Ulki sagte, einfach ein bisschen sich treiben lassen, zurückziehen in dem Moment als Spieler und dann macht der Meister das schon. Okay, dankeschön. Mit Blick auf die Zeit und weil wir gleich noch das ganz spannende Thema, wo ich auch ein bisschen, dafür möchte ich einfach ein bisschen Reserve haben, und zwar Tod von NSCs und SCs haben. Meine letzte Frage zum Thema das Ende von Sessions. Wir haben jetzt gesprochen über geplantes Ende von Sessions. Wir haben gesprochen auch, ja gut, Session kann auch mal vorbei sein, wenn alle tot gewesen sind. Welche Gründe gibt es für euch noch, wo ihr eine Session sofort beenden würdet? Oder wo eine Session auch mal außerhalb davon endet? Ich lasse wieder den Schicksalswürfel entscheiden. Es ist eine 2. Das ist der MLB Rookie wieder. Also ich glaube, du spielst darauf an, dass wenn vielleicht etwas passiert im Rollenspiel, wo Spieler oder Spielerinnen scheinbar irgendwie Unbehagen mit haben oder sich irgendwie komisch berührt fühlen, vielleicht hat der Spielleiter da was getroffen, von den anderen, dass bei den anderen irgendwie was auslöst, da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht Grund gibt, eine Session vorzeitig zu beenden. Hatte ich ehrlich gesagt noch nicht, habe ich noch nicht erlebt. Kann mir aber vorstellen, dass man da irgendwie einen Cut machen muss. Was ich aber schon erlebt habe, ist, dass irgendwie das Rollenspiel, das gemeinsame Rollenspiel an diesem Tag überhaupt gar nicht klappt oder einer super müde ist oder so, anfängt zu gähnen und es irgendwie gar nicht in Gang kommt, dann glaube ich, sollte man nicht versuchen, das dann irgendwie noch zwanghaft in die Länge zu ziehen. Wenn man einfach merkt, man ist irgendwie schlecht drauf oder irgendwie sind die Leute mit ihren Gedanken woanders, irgendwie kommt keine Stimmung auf, dann kann man, glaube ich, auch mal eine Session vorzeitig beenden. Juli Karls, hast du noch Erweiterung, Ergänzung oder noch Ausführungen zu dem, was MLB Rookie gesagt hat? Also, wenn ja, welche? Wenn wir von zwei, als Spielersicht, wäre es, glaube ich, nur die Bitte um ein Timeout, wenn so etwas passiert, was Rookie gesagt hat, dass da die Stimmung kippt, etwas nicht stimmt oder tatsächlich man merkt, bei irgendeinem Spieler, da ist irgendetwas durchs Rollenspiel ausgelöst worden, was negativ war. Also spätestens, wenn, wie gesagt, so eine negative Stimmung, aus welcher Richtung auch kommt, würde ich das halt sozusagen ansprechen. Aber auch aus Meistersicht, ohne eine negative Stimmung, gäbe es für mich tatsächlich einen Grund zu sagen, so, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Das ist, wenn die Gruppe etwas komplett anderes gemacht hat und ich als Meister es nicht schaffen würde, was völlig okay ist, spontan mich auf einen anderen Plot umzuschwenken. Und dann vielleicht merken würde, ja, das hakt jetzt alles ein bisschen, das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Wo ich dann sagen würde, Leute, irgendwie hakt es jetzt so bei mir. Ich komme da als Meister einfach an dieser Stelle mit dem, was ihr euch jetzt gerade überlegt oder gespielt habt, nicht weiter. Ich möchte euch da jetzt nichts irgendwie halbgares mir aus den Fingern saugen.
Oder es fehlen irgendwelche Sachen noch vom Hintergrundwissen oder Wissen her. Und so, lass uns das hier cutten. Wir trinken noch einen gemeinsam oder wir quatschen noch ein bisschen eine Runde. Ich bereite das ein bisschen auf die nächste Session entsprechend den angepassten Umständen vor. Das wäre für mich auch noch ein Grund, ohne dass er so negativ behaftet ist. Und ich finde es völlig legitim, auch mal als Spielleiter zu sagen, ups, das überfordert mich jetzt. Denn auch als Spielmeister ist man ein Spieler. Man spielt ja gemeinsam ein Spiel. Ganz, ganz wichtiger und auch heraushebungswürdiger Punkt, finde ich. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon viel darüber gesprochen. Gerade Einstieg ins Abenteuer, Einstieg in DSA, Einstieg ins Spielen, ins Leiten. Es geht um Wohlfühlen. Und auch ihr als Meister habt das Recht zu sagen, oder als Spielleiter, ne? Ich fühle mich damit gerade nicht wohl. Und du hast jetzt gesagt, das kann sein, die Spieler gehen gerade in eine Richtung, wo ich vielleicht nicht vorbereitet bin. Es kann aber auch eine Richtung sein, wo ich selber sage, da habe ich ein Problem mit. Und ich kann euch nur empfehlen, und das ist auch was ich mir oft gewünscht hätte auf Cons, da seid ihr manchmal mit Leuten zusammen, wo es auch für euch selbst definitiv besser wäre zu sagen, wisst ihr was, Leute, sorry, aber ich möchte jetzt hier gerade nicht weitermachen, weil manchmal sind da einfach Gestalten dabei, mit denen möchte man dann auch keine Zeit mehr verbringen. Okay, vielen Dank für eure spannenden Impulse zu dem Thema. Ich hoffe, ihr da draußen konntet euch einiges daraus mit abgreifen. Und jetzt möchte ich mal starten in den dritten Teil. Und zwar mit einem kleinen Zitat. Ich werde es einmal auf Bosparano und einmal auf Garetti quasi bringen. Hier in einem kleinen schönen Büchlein, das ich habe. Und zwar heißt das auf Bosparano: Alas audivit mare transit. Und vielleicht der MLB-Rookie kann das sogar spontan übersetzen. Kann einer von euch das spontan übersetzen? Alas audivit mare transit? Jemand hat etwas gehört und das Meer wurde überquert. Ja, genau. Ich werde jetzt mal die deutsche Übersetzung, oder die garetische Übersetzung noch dazu bringen. Und dann gebe ich mal an euch in die Runde, was das denn jetzt mit unserem Thema und Aventurien zu tun hat. Und zwar heißt das hier so schön übersetzt: Hast du die Schwingen gehört, übertrittst du das Meer. The stage is yours. Also das gehört nicht mehr zu dem Zitat. Boron? Ja. Golgari? Ich will noch mehr. Gebt mir noch mehr Stichwörter. Jemand wird über das, eine Seele wird über das Seelenmeer getragen von Golgari, glaube ich, oder? Genau. Da, also darum geht es. So interpretiere ich es auch, ja, dass das Nirgendmeer, die Schwingen des Toten Raben, ja, die eben über das Nirgendmeer einen nach Alveran tragen. Ja, und damit kommen wir mal zum dritten und abschließenden Thema, nämlich das Ende von NSCs, also Nichtspielercharakteren, aber auch von Spielercharakteren. Ich frage mal generell in die Runde. Lasst ihr eure Spieler sterben? Das kommt drauf an. Ich habe schon. Juli, bitte. Okay. Das kommt drauf an. Also, ich, wenn ich eine Runde neu anfange und ich die Spieler noch nicht kenne, spreche ich tatsächlich mit den Leuten ab. Denn jeder handhabt es tatsächlich anders, habe ich gemerkt. Manche sagen, ich spiele so, dass ich auch den Tod in Kauf nehmen würde. Und dann gibt es aber auch Spieler, die sagen, nein, den Charakter lasse ich auf keinen Fall sterben, egal was passiert. Dann spreche ich das mit den Leuten ab und sage, ihr müsst natürlich entsprechend auch spielen. Wenn jemand völlig wahnsinnig in eine 50 Meter tiefe Schlucht springt und dann davon ausgeht, dass er nicht stirbt. Ja, das ist dann richtig blöd. Aber da muss einfach vom Spielen her passen. Ja, für mich gehört der Tod sowohl eines NSCs als auch eines SCs mit dazu, wenn sich entsprechend verhalten wird und entsprechend auch gespielt wird. Denn die Möglichkeit der Flucht oder Sachen anders zu lösen, ohne über die Todesklinge springen zu müssen, hat man ja oft. Okay, MLB Rookie, du wolltest auch noch was sagen? Ich kann sagen, also ich habe auch eine dezidierte Meinung dazu, kann aber auch sagen, dass ich Spielertode schon öfter inszenieren musste im Abenteuer. Erstens möchte ich sagen, ich glaube, es wäre fatal, wenn die Spieler das Gefühl hätten, sie können nicht sterben. Ich glaube, eben so wie Juli gerade gesagt hat, wenn vollkommen wahnsinnige Aktionen oder unbedachte Aktionen
Oder wenn irgendjemand der Gefahr, also quasi der Gefahr sich aussetzt in der Annahme, er könne da irgendwie nicht sterben, da muss der Tod muss ein, der Spielertod muss eine Option sein. Aber ich kann auch gleich sagen, niemand stirbt bei mir, weil er irgendwie einen Patzer gewürfelt hat oder so, ja. Also da sind wir wieder bei dem Thema Spielwerte. Also jemand, ein Spieler, ein Charakter kann bei mir durchaus sterben, wenn jetzt, sagen wir, einen vernünftigen Kampf am Ende gibt, oder auch von mir aus auch in der Mitte des Abenteuers, ja, wenn man einen schwierigen, herausforderungsreichen Kampf hat und dann über mehrere Kampfrunden oder vielleicht von mir aus Spielrunden hinweg die Lebensenergie immer weiter sinkt, dann kann nur durchaus jemand im Kampf sterben, aber nicht, weil er irgendwie eine 20 gewürfelt hat und dann irgendwie ein Schwert stolpert oder so. Also ich glaube, der Spielertod muss auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, einen besonderen Platz haben im Abenteuer und kann nicht einfach durch einen missglückten, also kann wahrscheinlich schon, aber ich sehe es ungern, wenn irgendwie durch einen missglückten Würfelwurf ein Spielercharakter stirbt. Lasst uns doch mal darüber ein bisschen im Detail sprechen. Rein zufällig habe ich mir mal im Regelwerk die Regeln für das Ableben von Spielercharakteren angeguckt. Und möchte mal mit euch ein bisschen darüber diskutieren, ob ihr das glücklich gelöst findet bei DSA 5. Und zwar steht hier, letzte Rettung und Tod. Der Tod eines Helden droht, wenn seine Lebenspunkte auf null oder darunter gedroht sind, werden seine Verletzungen nicht innerhalb einer Anzahl von Kampfrunden in Höhe seiner Konstitution behandelt, stirbt der Held. Sind die Lebenspunkte eines Helden auf null oder darunter gesunken, kann der Tod des Patienten vermieden werden, wenn eine Probe auf Heilkunde Wunden stabilisieren gelingt, die um die halbe Lebenspunkte unter null erschwert ist. Eine solche Behandlung dauert etwa 15 Minuten. Den Rest lese ich jetzt mal nicht vor. Also man ist sofort tot, wenn die Lebensenergie unter den negativen Konstitutionswert sinkt. Schicksalswürfel, wer soll als erstes darauf antworten, ob er das gelungen findet oder nicht? Es ist eine 1, eine ungerade Zahl, Julikals. The stage is yours. Ich finde, es lässt einem Möglichkeiten offen. Also wenn jetzt nicht gerade sehr unglücklich gewürfelt worden ist und der Charakter ohnehin nur 15 Lebenspunkte hatte und plötzlich mit einem Schlag auf minus 15 käme, lässt es einem Möglichkeiten offen. Es lässt auch der Gruppe die Möglichkeit offen, einen Charakter zu retten, etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Es schließt es aber nicht komplett aus, dass man die Chance bekommt. Ich finde es schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht die Möglichkeit gibt, einen Spielercharakter tot zu verhindern, indem man dauerhaft einen Schicksalspunkt opfert. Ich glaube, entweder habe ich es nur so im Hinterkopf von einem Spiel oder ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bei DSA so verhaftet ist. Aber ich finde die Möglichkeit gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, na gut, hier ist jetzt der Tod und die Würfel sind halt so, man möchte sich aber nicht an die Würfel halten. Was ist da jetzt die Alternative? Der Spieler zahlt oder gibt ab dauerhaft einen Schicksalspunkt. Schicksalspunkte spielen ja eine große Rolle in DSA. Also hat er, wenn er vorher 3 hatte, hat er plötzlich 2 dauerhaft. Dafür überlebt er. Das ist sozusagen wie so ein Schicksalswende. Finde ich gar nicht so schlecht, die Lösung. Ob sie jetzt in DSA verankert ist, bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Also ich habe sie jetzt gerade hier, zumindest in dem Abschnitt, auf Seite 340 des Basisregelwerkes in DIN A5 Edition, habe ich sie jetzt nicht gefunden. Ich habe das aber, meine ich, auch schon mal irgendwo gehört. Vielleicht ist das auch eine Sonderregel, die man sich noch, oder eine Zusatzfähigkeit, die man sich kaufen kann. Ich würde aber gerne die Frage nochmal an den MLB Rookie weitergeben. Wie findest du das gelöst? Ja, also ich meine in deiner Frage eine gewisse Tendenz zu hören. Also ich finde auch, dass es einigermaßen kompliziert ist, bin aber auch der Meinung, ich hoffe, da habe ich Juli auch richtig verstanden, dass das Thema schon einigermaßen komplex ist, Lebenspunkte unter Null und dass diese Regel, so wie sie da skizziert ist, einen gewissen Spielraum lässt. Also ich hätte auch meine
Schwierigkeiten, wenn man jetzt sofort tot wäre, ja, wenn die Lebensenergie unter Null sinken würde, ja, fände ich ein bisschen, sagen wir mal, für die medizinische Komplexität des menschlichen Todes wäre es mir ein bisschen zu simpel, ja. Ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat, da sozusagen noch erste Hilfe zu leisten, jemanden von der Schwelle des Todes zu holen mit, was weiß ich, Zauberei oder mit den Proben und den Hürden, die da eingebaut sind. Aber ich sehe da auch das Problem, wenn jetzt jemand irgendwie, ja, wie Juli hatte gerade gesagt, die Klippe runterstürzt, ja, und dann vielleicht die Konstitution nach diesem Sturz nicht unterschritten wird, also die Minus-Konstitution im Grunde. Oder wenn, was weiß ich, der Kopf vom Leib getrennt wird, wenn man dann nicht sofort tot ist, dann weiß ich es auch nicht. Also ich glaube, es gibt schon Momente, wo der Charakter irgendwie sofort tot sein muss, wo man da nicht mehr irgendwie mit Regelkunde kommen kann. Okay. So hätte ich sogar eine ganz kurze Anekdote. Ich würde es tatsächlich so ein bisschen auch von der Gruppe abhängig machen. Also es gab mal eine Gruppe, die drauf losging und sagte, wir gehen dahin. Ja, und dann gab es so ein paar Hinweise. Orklager, 50 Orks, seid zu viert. Ihr werdet natürlich gesichtet werden, sowohl direkte als auch indirekte Hinweise. Nee, wir gehen dahin. Den Spielern muss es bewusst gewesen sein, wenn sie in ein Festung mit 50 Orks, sage ich mal, vorne durch die Vordertür durchgehen, die denen feindlich gesinnt sind, dass sie das nicht schaffen zu überleben. Also wenn sich dann nur hinterher beschwert, dass der Meister die Gruppe sterben lässt. Ist aber auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht so für die Regel spezifisch, aber für euch da draußen vielleicht auch interessant, was ihr als Spielleiter machen könnt. Nämlich bei sowas dann auch ganz klare Hinweise geben und dann eben auch irgendwann für sich selbst eine rote Linie vielleicht auch mal definieren. Ne? Und sagen, okay, wenn sie da jetzt hingehen, kann nicht mehr machen, als ein Schild aufstellen. Aber wenn wir jetzt dabei sind, dann würde ich gerne noch weiter fragen. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, DSA 5 ist laut Bucheinband ab 14 Jahre. Jetzt ist ja das Thema Tod und Vergänglichkeit zwar auf der einen Seite in meiner Generation vielleicht früher mal hip gewesen, da waren alle irgendwie Gothics und so, aber wie findet ihr generell in DSA den Umgang mit dem Tod gelöst? Baut ihr das bei euch in Abenteuer ein? Dieses ganze Thema, also ich habe hier auch diese schöne Boron Vademecum, wo man wirklich viel zu dem Thema findet. Eure Meinung, Würfel des Schicksals, wer soll antworten? Die Nummer 2 ist der MLB-Rookie. Finde ich super wichtig, muss eine alltägliche Sache sein, sowas wie Vergänglichkeit, Jugend, Alter im Rollenspiel sind für mich super wichtig, weil die Spielwelt lebendig machen. Ich find's gut gelöst, dass sozusagen die Sphäre des Todes, der Gott des Todes, fest zum Zwölf-Götter-Pantheon gehört, dass es Geweihte gibt, die sich sozusagen da sich, sagen wir mal, um dieses Metier kümmern, Seelsorge betreiben und solche Dinge, sich um das Ableben, sozusagen für das Ableben ja gewissermaßen funktional zuständig sind und dass diese ganze Sphäre, der ganze Themenkomplex im Zwölf-Götter-Pantheon einen festen Platz hat. Finde ich gut und kommt bei mir oft im Abenteuer vor, wie gesagt, weil es für mich so Spieltiefe der Spielwelt Spieltiefe verleiht. Okay, Juli, ich möchte zu dir überleiten mit einer kleinen Frage. Auf einer Skala von 1 bis 12, wobei 1 dein Lieblingsgott ist und 12 dein langweiligster, interessiert mich sowieso nicht Gott. Wo wäre für dich Boron? Nicht bei 13. Ich kenne jemanden, der würde sagen 13. Boron, irgendwo im unteren Drittel vielleicht. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich selbst habe mich aber tatsächlich noch nicht so tiefgehend damit befasst, als dass ich es komplett zu einem Thema gemacht hätte. Finde es aber durchaus spannend, in gewissen Regionen, wenn es dann um das
Thema Tod geht. Denn es gibt gewisse Regionen, wo der Tod eines Helden oder das Übergehen, das Scheiden von Aventurien ja durchaus eine sehr spirituelle Rolle spielen, was man sogar zu einem ganzen Abenteuer oder einem Lebensinhalt auch eines Helden oder NPCs sogar machen kann. Okay. Möchtest du möchtest du generell noch was zu dem Themenkomplex sagen? Ich wollte dich jetzt mit der Frage dann nicht so sehr einschränken. Nein, eigentlich nicht. Ich finde, es ist gut. Es gibt ja nur einen eigenen Gott dafür und mit eine Rolle spielt wahrscheinlich auch, wie ein Charakter stirbt oder wie so sein Glaube ist, um zu sterben. Ich finde das Thema gut, sich damit auseinander zu befassen. Es muss aber für alle stimmig sein. Nicht jeder möchte oder kann sich mit dem Thema gut auseinandersetzen. Und hätte ich junge Spieler, die vielleicht einfach mit dem Thema nichts anfangen oder mit denen ich zusammen spiele, die Gruppe an sich nicht so viel mit dem Thema Tod anfangen kann, dann würde ich das Thema auch nicht unbedingt tiefgründig angehen. Was man durchaus machen kann, muss aber halt für alle passen. Okay, vielen Dank für euren Input. Ich will vielleicht mal als kurzen Break und ein bisschen Input von meiner Seite. Also ich kann jedem da draußen, den das Thema Tod in Aventurien Boron interessiert, wirklich nur dieses Vademecum, das Borum Vademecum empfehlen. Das ist für mich persönlich jetzt, mein persönliches Ding, eins der am besten gemachten Quellenwerke, weil es sehr stimmig ist. Da stehen wirklich Lieder drin zu wirklich existierenden Melodien, die sehr schön ins Aventurische übertragen sind. Da findet man alles Mögliche drin, wenn man sich für das Thema, das klingt jetzt komisch, aber Tod interessiert. Und das, was ich sehr schön finde, ist, es ist, ich finde, das Thema ist in DSA sehr positiv besetzt. Weil Boron kein, auf der einen Seite ist er zwar natürlich der unerbittliche Gott des Todes, aber auf der anderen Seite hat Boron ja auch noch den Aspekt des Schlafs. Und dieses friedliche, die Mühen hinter sich lassen, die Last des Lebens ablegen so ein bisschen, das ist unheimlich schön hier eingefangen und das finde ich tatsächlich auch sehr einzigartig. Das wollte ich euch da draußen einfach nur mal so mitgeben, warum DSA für manche so eine Tiefe wirklich auch, und das ist auch jetzt, finde ich, keine, auch auf, das ist halt ein Thema, was schwer ist, und das ist ein, für dieses Thema, was so komplex ist und für viele auch sehr, mit sehr viel Distanz ist, weil es eben bei uns nicht mehr so alltäglich ist, sehr gut gemachte Spielhilfe, will ich damit sagen. Und ich bin eigentlich immer sehr kritisch, was DSA 5 Publikationen angeht. Ganz kurz reingeworfen, schwierig ist es, glaube ich, je nachdem, in welchem Alter ist. Wenn du Kinder nehmen würdest, DSA ist jetzt nicht für Kinder gemacht, die würden ganz anders an dieses Thema dran gehen. Kinder bis zu einem gewissen Alter gehen mit Tod ganz, ganz eigen um, was uns Erwachsenen fast schon befremdlich erscheint. Aber sie können ja Tod noch nicht als endgültig für sich definieren. Und seit ich das kennengelernt habe, wie Kinder mit, also Kleinkinder mit dem Tod umgehen, finde ich das super interessant und faszinierend. Und das fasst es auch mit Boron ein bisschen auf. Für ein Kleinkind ist Einschlafen und der Tod das Gleiche. Für das Kind, das Kleinkind hört ja das auf mit dem Einschlafen. Da findet ja nichts Aktives statt. Und daher finde ich das sehr vergleichbar sogar fast und auch sehr interessant, wenn man sich damit mal näher auseinandersetzt, weil man für sich auch sogar für sein eigenes Leben durchaus eine andere Perspektive gewinnen kann. Ein sehr, sehr wertvoller Beitrag, wie ich finde. Und wenn ihr da draußen diesen Podcast nachhört, könnt ihr mal euch dazu Gedanken machen, euch mal was dazu überlegen, wie ihr das einbaut. Ich möchte jetzt langsam, weil ich auch Richtung Ende unserer heutigen Session schiele, ich würde euch gerne nochmal einfach den Ball zuwerfen, euch beiden, und euch offen lassen, was ihr noch zum Thema sagt. Was mich aber interessieren würde,
Das heißt aber nicht, dass ihr das beantworten müsst. Wäre vielleicht mal eine, vielleicht auch für euch da draußen als Inspiration. Was sind denn so die Tode gewesen, egal ob von Spielercharakteren oder von Nichtspielercharakteren, die euch als besonders erinnerungswürdig im Gedächtnis geblieben sind? Vielleicht so als Impuls. Vielleicht möchtet ihr aber auch was ganz anderes sagen. Ich überlasse euch das Feld und überlasse es auch euch, euch zu einigen, wer als erstes anfängt mit dem Aufhören. Ich leg los, bevor wir mich da gleich zur zweiten Luft geholt haben. Das würde ich vielleicht einfach allen mal mit auf den Weg geben, die sich dem Tod verschließen. Also ich kann verstehen, dass man vielleicht einen Spielecharakter, den man vielleicht lange Zeit gespielt hat, der einem ans Herz gewachsen ist, mit dem man sich sehr stark sehr viel identifiziert hat, dass man diesen vielleicht nicht gehen lassen möchte. Spielt man aber längerfristig in einer Kampagne mit einem Meister, habe ich es erlebt, obwohl der Spieler das vielleicht nicht wollte. Und wenn der Held dann einen ganz besonderen Tod trotzdem erlebt hat, dass in der Rekapitulation es hieß, wow, das war jetzt so denkwürdig für meinen Charakter. Das war jetzt, er hätte vielleicht noch nicht sterben sollen, aber es war in Ordnung. Und jeder Tod eines Spielcharakters öffnet einem die Möglichkeit, was Neues mal auszuprobieren oder zu machen. Von daher ist der Tod nicht nur der Tod und das Ende, sondern der Tod ist auch der Beginn vielleicht von etwas ganz Neuem. Sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Ich bin gespannt, was der MLB-Rookie aus diesem Ball, der da jetzt schon in der Luft ist, macht. Ich wollte das Thema eigentlich ganz gerne an die Zuschauer zurückspielen und so eine Art Feedback-Challenge starten, wie man am besten den Spielertod oder Tod generell im Rollenspiel umsetzen kann. Als Hintergrund kann ich vielleicht sagen, dass ich war eigentlich nicht so viel mit Spielertod konfrontiert in meiner, Spielleiter-Karriere, bis zu dem Punkt, als zwei meiner Spieler einen anderen Charakter spielen wollten. Und wir zu dem Punkt gekommen sind, dass wir das gerne irgendwie ins Spiel einbinden wollten. Einmal sollte der Charakter tatsächlich sterben und das andere Mal sollte die Gruppe Abschied von dem alten Charakter nehmen und es dann in die Ferne gereist, was im Grunde so eine Art Tod für die Rollenspielgruppe gleichkam. Und ich fand's super schwer, das umzusetzen. Ich hatte noch niemals so sehr das, also ich hatte das Gefühl, dass die Spieler schon darauf Wert gelegt hatten, dass dem gebührend viel Platz eingeräumt wird, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt eine besonders epische Szene haben wollten. Aber dennoch hatte ich irgendwie an mich selbst so den Anspruch, das irgendwie vernünftig umzusetzen, auch diesem einen Charakter dann so einen heldenhaften Tod im Kampf zu bescheren und den Abschied von dem anderen Charakter möglichst emotional irgendwie zu gestalten. Und ich bin so an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert und ich habe auch keine Patentlösung, wie man das super gut umsetzen kann, würde aber gerne die Zuschauer fragen, vielleicht kann man ja in Kommentaren oder so selbst mal Stellung dazu beziehen, wie Ideen, wie man den Spielertod am besten irgendwie einbauen kann in die Rollenspielsession. Ich finde, das ist eine sehr schöne Challenge. Papa Koali wird sich freuen über eure Meinungen, eure Kommentare. Ich unterstütze das. Ich glaube, wir alle unterstützen das, dass ihr euch dazu mal äußert. Zum Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich euch noch was mit auf den Weg geben. Und zwar, ich glaube, gerade bei dem Thema Spielertod und Ende einer Runde, Ende eines Abenteurerlebens, überlegt euch doch mal, was euch wichtiger ist, dass euer Charakter lange existiert oder die Qualität seiner Existenz. Ich glaube, die guten Szenen, die entstehen gerade dann, wenn man mal was riskiert. Wenn man mal das eine macht, was den Unterschied machen kann, aber eben, und da reden wir jetzt ja auch drüber, mal den Charakter oder das Leben dieses Charakters aufs Spiel setzt. Das sind die Szenen mit Gänsehaut, die ich erfahren durfte. Das sind die Szenen, wo alle die Luft anhalten. Das sind die Szenen, wo alle auf diesen einen Würfelwurf schauen und herausfinden wollen, was passiert. Und da ist es eben dann auch ganz spannend, wirklich mal das Schicksal entscheiden zu lassen.
Ja, wir sind mit unserem Teil 2 durch. Mein ganz großer Dank gilt an meine beiden wunderbaren Mitstreiter hier, die mit mir euch heute hoffentlich ein bisschen unterhalten, hoffentlich ein bisschen impulsiert haben, ja, euch mal ein paar Sachen mitgegeben haben. Vielen, vielen Dank an euch beide. Auch dir danke an der Stelle für die sehr schöne Vorbereitung und auf jeden Fall sehr inspirierendes Gespräch. Was mir persönlich tatsächlich so als Meister dann doch ein wenig den Input gibt, mich vielleicht mehr mit Boron und dem Tod ein wenig tiefgründiger in meine Sessions vielleicht hereinzubringen. Danke auch von mir und hoffentlich auf bald, auf möglichst bald. Genau. Ihr da draußen, liebes Internet, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit im echten Leben, in Aventurien oder wo ihr sonst unterwegs seid und verabschieden uns für heute von euch. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.